Hallo oder moin moin, wie man hier im Norden sagt. Also meine Pause ist jetzt zu Ende. Ich gehe mich jetzt hier anmelden in Delmenhorst. Ich habe ja hier im Betriebsgelände schön geschlafen, schön ruhig. Und dann lade ich hier ab. Und dann gehe ich meine Paletten holen, die ich abgestellt habe am Freitag bzw. am Donnerstag. Schaff die weg und dann lade ich in Bremen wieder. Also ihr seht, wir haben volles Programm. Los geht's. So, jetzt bin ich hier fertig mit Abladen. Jetzt werfe ich erstmal meinen Hänger ab und dann fahre ich auf den Bauernhof, die Paletten holen, die ich am Donnerstag dort abgeladen habe. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht kann ich ja dann von Stur aus sogar gleich querfeldein fahren nach Tedinghausen. Da werde ich dann mal mein Navi befragen, mein Schlaues, das wird es mir schon sagen. Das kennt sich ja aus. Und wenn ich keinen Hänger dran habe, dann ist das ja kein Problem, querfeldein zu fahren irgendwo. Das ist bloß halt mit der Höhe, muss ich aufpassen. Aber die Länge macht ja dann nichts mehr. Und ich muss sowieso bei Benway dann abhängen, weil ich die Paletten ja dann auf der Maschine habe. Also kann ich nach gleich abhängen und dorthin stellen. Dann habe ich den wenigstens los. Ach ja, rote Ampeln liebe ich so. Rot, rot, rot sind alle meine Ampeln. Und wieder kann ich nicht beim Hähnchengrill halten. Adieu, Hähnchengrill. Hier ist kein Platz zum Halten. Ich bin zu lang. Mann. Ich guck jetzt, ja, lecker Brathähnchen würde ich jetzt essen. So, jetzt habe ich meine 76 Paletten aufgeladen. Jetzt fahre ich wieder zur Lise-Meitner-Straße, gebe die dort ab. Wo ich da durch das Silagezeug durchfahren musste, das war ja abartig. Der Weg. Aber das muss man auch mal mitgemacht haben, so eine Fahrt auf dem Bauernhof. Sonst ist das Leben ja nicht interessant. Siehste? Und so hättest du mich am Donnerstag schon schicken sollen. Und nicht diese Kackstraße, die du mich geschickt hast, bis Siegen runter.
so hätten wir das am Donnerstag auch machen können. Da wäre ich einfacher dort gewesen. Hätte ich einen Haufen Zeit gespart. Bestimmt eine Viertelstunde, die du mich querfeld eingeschickt hast. Auf Ideen kommst du manchmal. So, noch 3,5 Kilometer, dann bin ich wieder bei meinem Anhänger. Ja, Politiker haben mehrere Anhänger oder gar keinen, ich habe nur einen. Und der bleibt mir aber treu. Jahre später. So, nach einer langen Hin- und Her-Odyssee habe ich jetzt endlich meine Paletten losbekommen. Hier sind 3 Firmen auf dem Hof und keiner wollte sie. Aber jetzt habe ich sie endlich los. Und jetzt fahre ich zu meinen Gartenhäuseln, zur Holztechnik. Sind auch fast 2 Stunden rum jetzt, bis ich dort bin. Sind über 2 Stunden weg schon. Na, ich bin ja gespannt, was das wird mit den Gartenhäusern, wie die verladen werden. So wie die Kollegen gesagt haben, werden die von beiden Seiten verladen. Naja, das werden sie mir dort schon sagen. Was für Ideen kommst denn du? Ach, ich muss da rüber. Scheiße. Ja, da komme ich nämlich nicht rüber. Da drüben rein muss ich. Na toll. Na, schauen wir mal. Das kriegen wir hin. So, dann brauche ich nämlich jetzt hier eine Wendestelle. Das ist eben bei solchen Straßen hier Kacke. Und jetzt mogel ich mich mal hier rein. Und schon hat das geklappt. Das ging doch gut. 130 Meter, halb rechts abbiegen. Jetzt bin ich ja gespannt. Ja, schön. Caribou Holztechnik, da lang. Das ist eine Umleitung. Gewöhn dich bitte mal dran, dass es auch Umleitungen gibt. Wenn möglich, bitte in 60 Meter. Ha, Mädel, ich bin schlauer als du. Ich kann nämlich die Schilder lesen. Jetzt
Siehste? Siehste? So, habe ich die Umleitung auch gemeistert. Aber war schön ausgeschildert. So, jetzt bin ich hier fertig mit Gartenhäuserladen. Jetzt geht's los Richtung Hof in Bayern. So, erstmal gucken, wie ich hier wieder rauskomme. Von beiden Seiten ist beladen worden. Bin ich ja gespannt, ob dann dort da unten von beiden Seiten auch abgeladen wird. Hier vorne ist der Heuer, da muss ich geradeaus. Hier links, nee, rechts hier beim Heuer haben wir immer getankt. Und da gab es immer preiswertes Essen, weil wir da immer für 100 Liter tanken, haben wir aber immer 50 Cent Gutschein gekriegt. Da hatten wir immer gesammelt, bis man so 5-6 Euro zusammen hatte. Und dann gab es für 5 oder 6 Euro ein gutes Essen. Das heißt also, man hat im Prinzip nichts dafür bezahlt. Jetzt ist die B243 auch noch gesperrt. Jetzt geht es hier noch eine Umleitung bis Herzberg. Mal gucken, wie das jetzt hier geht, wie das hier funktioniert. So, auf dem Rasthof Leuna eingeflogen. Jetzt ist Feierabend, Schicht im Schacht, bis morgen früh um 8. Ach, das reimt sich sogar, Schicht im Schacht, bis morgen früh um 8. Also dann Stau- und kinderfreie Fahrt und haltet immer schön eure Stoßstangen sauber. Tschüssele, bis morgen.